Jetzt zusammen diese neue 400K-Pack-Methode. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich werde die Schritte jetzt einfach einzeln mit euch durchgehen, das gleichzeitig testen, ob es halt funktioniert oder nicht. Wahrscheinlich werdet ihr dieses Video aber nur sehen, wenn es funktioniert. Deswegen lasst schon mal ein Like und Follow da, wenn ihr in Zukunft solche Videos und vor allen Dingen EAFC24 solche Videos nicht verpassen wollt. Der erste Schritt hier, um nicht lang rumzuschnacken, ist das 400K-Pack. Und zwar nicht dieses 400K-Pack, Super Premium-Pack, nicht Sweeping Stars Pack, sondern das super ultimative Pack zu öffnen für 400.000 Coins, natürlich nicht aufladen. Und die Pack-Wahrscheinlichkeit sehen wie folgt aus. Wir haben 97% auf 90-Plus-Spieler, Team of the Week-Spieler 53, UECL Road to the Knockout-Spieler 33%, Team of the Year-Spieler sogar 12%, Future Stars 99%, werden safe welche drin sein, Road to the Final UCL-Spieler 86%, UEL Road to the Final 65%, UECL Road to the Final-Spieler 40%, dann Fantasy Food werden auch welche drin sein, 99%. Fantasy Food Heroes nicht so hoch, 16%. Food Burst werden auch safe drin sein mit 98%. Food Burst Icon 20% ist auch ganz gut. Footies Spieler 20% ist auch ganz gut. Premium Footies 10%, okay. Und Footies Heroes bei 5%. Also, natürlich wollen wir Footies draus ziehen, aber wichtig ist es für die 400K-Pack-Methode, weil es geht darum, am Ende die 400K, die wir jetzt ausgeben, wieder reinzubekommen. Dass wir sozusagen ein paar Packs, SBCs etc. kostenlos gemacht haben am Ende des Tages. Ja, das heißt, ich brauche einfach viel Futter, viel Special-Karten, viel Gold-Karten. Deswegen drückt die Daumen. Wir gehen rein. 400.000 Coins, Chat. Ich habe noch nicht einmal so ein Pack mit Coins aufgemacht, glaube ich. Noch nicht einmal. Wir haben Inform. Das ist schon mal gut. Für die Methode ist ein Inform schon mal super. Mané. Sogar gutes Rating. 90er Mané ist schon mal gut für die Methode. Das ist ein Inform, High Rating. Und damit können wir auf jeden Fall gut arbeiten. Jetzt ist die Frage, wie viele Special-Karten, wie viel Futter haben wir hinter? Ja, 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 damit kann man arbeiten. Erste Seite sehr stark. 21 Duplikate kann auch einiges heißen. Real Talk. Erste Seite sehr stark. Wir haben hier 12 Walkouts. Zweite Seite auch noch Walkouts. 14 Walkouts schon mal safe. Hier noch ein paar 85er und 84er. Die sind auch sehr gut zu gebrauchen. 83er auch sehr gut zu gebrauchen. Sehr viele 83er. Wow. 82er sind auch noch wichtig für uns. Alles 81 plus ist wichtig. Und wir haben gerade 5 Seiten 81 plus. 6 Seiten, 7 Seiten, ja 7 Seiten, 7, 8 Seiten, 81 plus, ich habe nicht genau gezählt. Und schon 14 Walkouts. Jetzt sind die Duplikate noch spannend. Aber ihr seht, man hat so viele Spieler. Also ihr werdet sehen, was wir gleich damit machen. Man kann einiges damit machen. Wirklich einiges. Das ist ein geiles Pack. Bitte, bitte lass jetzt noch ein Footies drin sein. Bitte lass noch ein Footies drin sein. Come on, come on, come on. Nein, sieht nicht gut aus. Also ja, Rating, geil. Sind nochmal 4 Walkouts. Sind also 18 Walkouts. Yes! Yes, Jungs! Und es ist ein Footies drin und ein Footies, den ich verdammt nochmal brauche. Und Duplikate sehen auch gut aus. W's in den Chat, meine Friends. Mashallah, Cup de Via, ein Big W's. Ich weiß nicht genau, wie viel der kostet, aber ich glaube 300-400k mindestens. Und das ist schon, Digga, damit habe ich das Pack ja schon im Endeffekt finanziert, so wisst ihr. Das ist aber nicht der Punkt. Wir wollen natürlich nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen guten Spieler gezogen, ich habe das Pack wieder raus. Sondern es geht ja darum, was wir jetzt mit den Karten gleich machen. Aber das ist schon mal sehr gut, weil Cup de Via 360k sehe ich hier gerade. Sehr stark. Also 26 Walkouts und 16 Special-Karten. Krass. Und jetzt kommt die Pack-Methode. Ich zeige euch erstmal jetzt kurz, warum ich Cup de Via geisteskrank feiern, dass ich den gezogen habe. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Weil mein Team, oh, das hat sich so gelohnt. Oh mein Gott, what the fuck. K35 Squad. Wer steht links? Jordi Alba. Und wer kann das natürlich sehr gut ergänzen in diesem Team? Richtig. Cup de Via. Packst den Anchor-Camp-Style drauf und das ist der beste Linksverteidiger im Spiel, Jungs. Gut, dass ich Roberto Carlos nicht angefangen habe. Ich war vorhin kurz davor, den anzufangen, weil ich Cup de Via einfach nach 100.000 Packs nicht gezogen habe. Ich will halt ein Untrade-Team behalten, so. Und ich habe ihn jetzt einfach gezogen, Digga. Besser geht's nicht. Also, wir gehen jetzt weiter mit der 400K-Pack-Methode. Erstmal ist es wichtig, dass wir jetzt diese Duplikate hier wegbekommen. Aber ich muss mir trotzdem ein Foto machen. Also, wichtig, macht euch Fotos von den Duplikaten, Jungs. Dann gehen wir, wo wir jetzt nämlich wieder Coins rausholen. Das ist bei Upgrades. Und das ist das gute alte TOTS oder TOTS Moments Upgrade. Wir lassen erstmal das 84x10 liegen und machen jetzt das TOTS oder TOTS Moments Upgrade. Das kann man nämlich, wie oft machen? Dreimal. Dreimal können wir das jetzt machen. Du brauchst ein 85er Team und ein 84er Team. So, da habe ich jetzt hier ein paar Duplikate reingehauen, das restliche Team fertig, gebe das 85er Team ab. Geil hier schon mal, du kriegst schon mal ein Pack. Und dieses Pack ist, soweit ich glaube, tradable, oder? Ja, tradable, gemischte Spielerpack. Okay, wir öffnen das noch nicht. Wir machen erstmal weiter, machen das 84er Team noch. So, 84er Team ist dann auch fertig und das könnt ihr jetzt halt dreimal wiederholen. Das werde ich jetzt nicht dreimal im Video zeigen, aber theoretisch macht ihr jetzt dreimal das TOTS oder TOTS Moments Upgrade mit den Spielern, die ihr gezogen habt. So, ich habe jetzt dreimal das TOTS oder TOTS Moments Upgrade gemacht mit den
Spielern aus meinem Verein. Problem ist, ich habe leider heute schon das tauschbare 81 plus Team of the Week Upgrade gemacht. Das macht ihr eigentlich auch dreimal, weil ihr müsst da einfach nur ein 82er Team mit einem 84er abgeben. Das könnt ihr easy auch dreimal machen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal ungefähr 100.000 auf die Uhr rechnen, weil ein Inform kostet im Schnitt 30.000. Das heißt, du öffnest dieses Pack dreimal mit dem Futter, du hast schon mal 100.000. So, ne? Dann hast du jetzt auch, wie ich, das Tots Moments Upgrade dreimal gemacht. Du hast immer noch Futter. Und du hast jetzt erstmal 9 Packs. Also eigentlich mit den Team of the Week Packs hättest du jetzt 12 tradable Packs. Rechnen wir, wie gesagt, Team of the Week Packs weg, dass du da im Schnitt ungefähr 100.000 machst. Und dann hast du jetzt aber noch diese tradable Packs hier. Ja, da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal, ob wir daraus was Gutes ziehen. Achso, ich habe noch Objekte. Stimmt. Das sind halt die Objekte, die ich nicht abgegeben habe. Ich brauchte ja mal ein 84er, 85er Team. Die kannst du jetzt einfach, die hättest du theoretisch halt benutzen können. Zumindest den 80er und so für Team of the Week Upgrades. Aber du kannst sie jetzt auch einfach in Player Picks hauen. Ich sag dir ehrlich, Bro, kann man, ich sag schon, Bro, zu YouTube. Ich sage einfach zu YouTube, Bro. Die kannst du jetzt einfach, ich fotografiere mir die kurz und hau die einfach in einen Player-Pick rein. So, dass ihr Bescheid wisst, da sind die Duplikate halt reingegangen. Und übrigens, ich habe auch ein paar Tradable-Karten gehabt, ja. Aber ich gebe die aus Prinzip nicht ab, um das Experiment für euch so gut es geht nachzumachen. Falls ihr einen komplett leeren Verein habt, halt dieses 400k-Pack nur öffnet, ne? So, da möchte ich wirklich das einfach nur darauf beziehen, als hätte ich jetzt ein 400k-Pack gemacht und hätte die Spieler und benutze auch nur die Spieler und verkaufe nicht irgendwelche Spieler aus dem Pack oder so. Weil rein theoretisch sind die ja alle nicht tradable. Okay, also ich habe jetzt meine Duplikate hier reingehauen. 80 plus Pick, Jungs, ihr wisst Bescheid. Gebt den jetzt ab und dann habe ich jetzt keine Duplikate mehr, sodass wir jetzt gleich die Packs öffnen können. So, wir gehen jetzt hier einmal rein, zack, guck, Duplikate weg vom 400k-Pack. Bap, ein Skipper und 85er. Kann man theoretisch schon mal als wert sehen. Ein 85er, wie teuer sind 85er, Chat? Der Bayern-Sommer kostet 5k. So, 9 Packs jetzt. Elektrum-Spieler-Pack. Wir skippen die Packs einfach, aber wir hoffen, dass wir hier ein bisschen Wert rausbekommen. So, wir rechnen bei Goldspielern einfach mit 600 Münzen. Falls hier einer mehr wert ist, dann ist das so. Scheiß drauf. Bei Silberspielern, die rechnen wir nicht mit rein. Das heißt, das Pack bringt uns jetzt hier circa 2k. Circa 2k obendrauf. Bab, passt. Ach ja, stimmt. Die Sommer zählt gar nicht. Ziehen Sommer wieder ab von unseren Coins. Wir haben 102.000 jetzt. Zählen nur die Tradable-Coins. So, auch hier wieder 3 Goldspieler. Das heißt, wir rechnen wieder 2k obendrauf. Sind wieder 2k, sind wir bei 106. Oh, hier haben wir 4 Goldspieler. Das heißt, 4 mal 600 sind 2,5. Die Banger bleiben noch aus. Ja, okay, sind nochmal 2,5, beziehungsweise Rafa kostet sogar 2k. Warte mal, 82er kosten 2k, stimmt. Also haben wir hier sogar 4k in dem Pack. So, nochmal 2k, nehmen wir nochmal mit. Sind wir bei 115, Chat. 115k und 3 Tots-Spieler-Sets haben wir jetzt noch. Ich hoffe, dass wir mindestens 100k daraus bekommen jetzt aus den 100k-Sets. Erstes ein Tots-Moments, das ist schon mal ein L. Ah, oh, das ist ein ganz großes L. Igittigit. Igittigit. Was bringt er auf den Tacho? Preisvergleich? Ach, ranzige 14k, Bruder. Das ist nicht, was wir wollen. Das war ein sehr ranziges Pack. Zweites Pack. Auch Tots Moments. Hä? Argentinien, MS, Di Maria. Immer ein Rating. Sei was wert. Ja, 40k, Chat. Und damit alles Gute, Nick. Du siehst, du bist bei der Community hier. Herzlich willkommen. Drittes Pack. Dritter Tots. Frankreich, Torwart. Ah, Samba, Digga. 170.000 plus nochmal 40k, oder? Oder 45 sogar. Wir sind bei 215, Chat. Wir sind bei 215k. Und jetzt, meine lieben Freunde, kommt der knackige Punkt. Merkt euch diese 215. Ich habe insgesamt gerade pro SBC 11 Spieler, das heißt 60 Spieler ungefähr, plus dreimal Team of the Week sind nochmal 30 Spieler, 90 Spieler gerade mal abgegeben von 250. Sagen wir einfach 100. Ich habe 100 Spieler abgegeben, um dreimal das Tots Upgrade zu machen und dreimal das Team of the Week Upgrade zu machen. 100 Spieler sind dafür flöten gegangen. Und ich habe 250 von dem Pack bekommen. Das heißt, ich nutze jetzt alle Karten bis 80 Rating und hau die in die guten alten 80 plus Player Picks rein. Ja, genau. Und mit den 80 plus Player Picks kann ich dann locker easy, wenn ihr halt wieder, dann müsst ihr halt einen Tag warten, bis ihr wieder hier bei den Upgrade Packs das Team of the Week und das Food Champions Upgrade machen könnt. Und dann könnt ihr nochmal das 81 plus Team of the Week Upgrade dreimal machen, nochmal das Tots Moments Upgrade machen und es werden euch am Ende immer noch Karten bleiben. Das heißt, wenn ihr jetzt sogar so schlecht wie ich gerade packt, 213k rausbekommt, als 2 seid ihr bei über 400. Ihr habt einfach Coins Plus gemacht, habt ein paar Packs geöffnet, hattet die Chance auf vielleicht geile Karten. Wer weiß, vielleicht zieht ihr aus dem Tots oder Tots Moments Upgrade auch eine Karte, die kostet 500k. Vielleicht zieht ihr so wie ich Cap de Villa, den ihr behalten könnt, den ihr dann kostenlos habt. Oder ihr habt halt einfach in dem 80-Plus-Pick, den ihr dann macht, Glück und zieht da eine geile Footies-Karte. Also overall, proofed. Es ist approved, Jungs. Es funktioniert. Geil. Geiles Ding. 4K-Pack öffnen. Wird am Freitag wahrscheinlich wieder neu reinkommen. Dann kann man es wieder machen. Hat man auch direkt die neuen Footies-Karten drin. Cool. Feier ich. Ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Pa' serte sincero,
Un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será.